Ganz Amerika redet weiterhin über das bizarre und abenteuerliche Attentat auf die YouTube-Zentrale bei San Francisco. Eine YouTuberin selbst hatte den Anschlag verübt. Es handelt sich um die 37-jährige Iranerin Nasim Akdam. Die Frau soll aus Hass auf YouTube gehandelt haben. Immer abenteuerlichere Details werden jetzt bekannt über das Attentat. Laut Medienberichten soll die Frau kurz vor dem Attentat sogar auf den Schießplatz gegangen sein, um dort besser zielen zu lernen. Das wurde jetzt von der Polizei bekannt gegeben. Die Motive werden erklärt in vielen Videos, die die Frau hinterlassen hat. Es ist fast eine Art Manifest. In einem bizarren Kurzfilm ist sie zu sehen mit schwarzem Kopftuch und Mundschutz. Sie sieht aus fast wie eine Ninja-Kämpferin. Sie erläutert, dass hier die Meinungsfreiheit in den USA um keineswegs besser wäre als in ihrem Heimatland, dem Iran. Sie wirft YouTube vor, Außenseiter wie sie zu zensieren. Sie spricht davon, dass die Videoplattform willkürlich gehandelt hätte, als sie viele ihrer Videos von dem Kanal entfernt haben soll. Die Frau hatte tatsächlich, auch das wurde jetzt bekannt, bis vor kurzem von den Werbeeinnahmen als YouTuberin sogar leben können. Sie hatte zahlreiche Kanäle betrieben, sie postete Videos, alles von Tanzeinlagen bis Aufnahmen, wo sie als Verfechterin des Tierschutzes auftrat. Aufgrund eines Regeländerungsentscheids von YouTube wurden dann einige ihrer Videos offensichtlich vom Netz genommen. Die Frau verlor ihre Einnahmen und hat offensichtlich den Entschluss gefasst, sich zu rächen. Sie fuhr dann vom Haus ihrer Großmutter in San Diego fast 1000 Kilometer nach San Francisco. Sie war in der Nacht vor der Bluttat noch von Polizisten angetroffen worden, schlafend in ihrem Wagen auf einem Parkplatz. Sie wirkte dabei sehr ruhig. Die Polizei redete mit ihr 20 Minuten und ließ sie dann im Auto weiter schlafen. Am nächsten Tag, am Morgen, besuchte die Frau, wie gesagt, einen Schießplatz, feuerte mit ihrer Pistole Kaliber 9 mm ein paar Übungsschüsse ab und dann fuhr sie zum YouTube-Headquarter und verübte die Bluttat.